Der Waldmeister Asperula odorata, das heißt der Wohlriechende, ist eine Pflanze der Buchenwälder, bei uns also in großen Mengen vorkommend, der vor allem im Mai große Aufmerksamkeit findet, weil man ihn zur Maibowle verwendet. Man sollte für den Zweck allerdings nur mehr 3-4 Stängel zum Ansatz bringen und nicht mehr, sonst wird es viel zu konzentriert und zu dick und verursacht daher Kopfschmerzen. Der Wirkstoff, der Duftstoff, der da drin ist, der heißt Coumarin. Und dieses Coumarin ist ein chemisches Vorbild für eine ganze Substanzgruppe, die heute eine ganz, ganz große Bedeutung hat, nämlich die Dicumarole. Und das bekannteste Dicumarol ist Maracumar, das also zur Blutverdünnung verwendet wird und das also zu den wichtigsten Arzneimitteln gehört, die man überhaupt besitzt. Also der Vorgänger, das Coumarin, ist hier im Waldmeister enthalten.